Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist euer Schwami und heute schwärme ich euch von einem Film vor. Heute geht es um I Kill Giants, das ist die Verfilmung eines schon etwa 10 Jahre alten Comics. Ich habe den gestern auf Netflix gesehen und ich wusste einfach schon direkt dabei, ich muss einmal über diesen Film sprechen, ich muss ihn euch empfehlen. Und warum, das kommt jetzt nach dem Intro. I Kill Giants zu beschreiben ist gar nicht so leicht, denn es ist ein Fantasy-Film ohne ein Fantasy-Film zu sein, ein Märchenfilm ohne ein Märchenfilm zu sein, ein Familiendrama ohne ein Familiendrama zu sein und ein Highschool-Film ohne ein Highschool-Film zu sein. Was? Hauptfigur von Film und Comic ist das junge Mädchen Barbara, die geht einem ganz besonderen Hobby nach und zwar Riesenjagen und Töten. Dazu macht sie sich Notizen, sammelt Lockmittel und Fallen und hat schon eine ganz schöne Enzyklopädie, also ein Nachschlagewerk zu dem Thema zusammengestellt und beschützt ihre Heimatstadt einmal im Monat vor dem berüchtigten Riesen. Riesen sind dabei nicht das einzige Problem für Barbara. In der Schule wird sie gemobbt, ihre Familie ist dysfunktional, ihre große Schwester versucht alles zusammenzuhalten, aber das klappt nicht so ganz. Die besagten Riesen sind einerseits die Hauptfiguren des Films und andererseits auch nicht. Sie werden zwar klar gezeigt, wenn auch nicht so oft. Andererseits würde der Film aber auch wunderbar funktionieren, wenn man nicht eine Sekunde lang diese Riesen sehen würde. Denn das Besondere an dem Film und an dem Comic ist, dass mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden. Die Schulpsychologin versucht zu Barbara durchzudringen. Ein Mädchen ist in Barbaras Nachbarschaft gezogen und möchte unbedingt ihre Freundin werden. Dazu kommt noch die Familiengeschichte der kaputten Familie von Barbara hinzu. Und natürlich die große Jagd nach Riesen und sogar Titanen. Am Ende der Geschichte macht alles Sinn und das gehört auch alles zusammen. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn das würde spoilern. Richtig cool fand ich, dass einfach für jeden etwas dabei ist. Es ist leicht gruselig mit den Riesen. Da ist eine Coming-of-Age-Geschichte drin. Da ist Drama drin. Es ist einfach mysteriös. Es ist teilweise auch ein bisschen witzig. Aber wirklich nur ganz klein teilweise. Und die Geschichte spielt einfach immer wieder mit den Erwartungen. Also ich habe schon direkt am Anfang eine These aufgestellt, die fast richtig war, aber dann doch ganz weit über den Haufen geworfen wurde, als ich den Film dann weitergeschaut habe. Beim Ansehen des Filmes hatte ich immer einen Vergleich im Kopf, den irgendwie laut Google noch kein anderer hatte. Für mich machte dieser Film total Sinn als ein Life is Strange Film. Und nein, es gibt keine Zeitreise, es gibt kein Arcadia Bay, es hat so mit den Spielen nicht viel zu tun. Aber ich sag mal, mit der Welt von dem Spiel, mit diesen Superkräften, nenne ich es mal, und dem Schauplatz von dem Film, also wenn man es Arcadia Bay nennen würde, könnte man es glauben. Beziehungsweise, um es anders auszudrücken, wäre Life is Strange 2 genau diese Geschichte, wäre ich komplett glücklich. Also was genau kann man erwarten, wenn man sich den Film I Kill Giants ansieht oder das Comicbuch liest? Um nichts vorwegzunehmen, würde ich sagen, ein Familiendrama mit Fantasy-Elementen. Bei der Geschichte halte ich mich jetzt auch extra vage, denn umso weniger man von der Geschichte weiß, umso besser ist es, denn die Story hat so manche Überraschung parat. Also der Film, den man am allerehesten mit I Kill Giants vergleichen könnte, wäre 7 Minuten nach Mitternacht. Das ist schon fast zu viel gesagt, aber wenn das ein Film war, der euch gefallen hat, dann wird euch I Kill Giants auch auf jeden Fall gefallen. Mich hat er sehr mitgerissen, ich fand ihn spannend, ich fand ihn traurig, ich fand ihn wunderschön erzählt und deswegen empfehle ich ihn. Schaut ihn euch an und lasst mich doch einfach mal in den Kommentaren hinterher wissen, ob euch der Film auch gefallen hat oder ob ihr den total bescheuert fandet und ich euch keine Filme mehr empfehlen soll. Als abschließendes Wort muss ich noch sagen, da das Ganze ja eine Comic-Verfilmung ist, habe ich mir den Comic mal angesehen und ich muss sagen, das Casting ist sehr gut gelungen. Man erkennt die Comic-Charaktere alle wieder, obwohl der Comic eigentlich sehr abstrakt gezeichnet ist, also nicht realistisch, sag ich mal. Direkt nach dem Film wollte ich mir nämlich den Comic kaufen, um als wertschätzendes Sammelobjekt ihn da hinter mir ins Regal zu packen, allerdings mag ich den Zeichenstil gar nicht. Schade. Richtet eurem Zeichenstil liebe Grüße von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Euer Schwami ist raus. Ciao!